Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir befinden uns mittlerweile in diesem Schiff. Da haben wir uns in der letzten Folge reingeschlichen und ich möchte, dass es beim Schleichen bleibt. Wir wissen alle, dass es nicht funktionieren wird, aber ich werde es versuchen. So, und damit beginnt die Folge. Hallo, mein Name ist Zero und ich kann nichts. So. Okay, wir haben jetzt mal einen Überblick. Es sind verdammt viele Leute. Ich würde sie alle gerne ausschalten. Vor allem der da mit dem Licht. Aber es ist... Weil ich irgendwie was plane, läuft es schief. Ich mache erstmal das Licht aus. Erstmal das Licht ausmachen. Die Scheißer bewegen sich kaum und wir werden für ihre schlechte Ausbildung verantwortlich gemacht. Meinst du, die Bezahlung wird dieses Jahr schlechter ausfallen als letztes Jahr? Was war das? Für alles zusammen werden wir wohl keine 5 Tonnen Wasser bekommen. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Verdammte Scheiße. Können wir Zedoy wie ein Sturm über uns hereinbrechen? Wie fange ich an? Kann ich den töten, ohne dass jemand das bemerkt? Ich weiß es nicht. Okay, der geht jetzt weg. Das heißt, wir können den schon mal töten. Oder betäuben. Erstmal schön Nierenklopper. Das heißt, verdient, Junge, dafür, dass du da voll rumgesessen hast. Jo. Was? Hier war irgendwas. Licht aus. Zeug klauen. Noch mehr Zeug? Nein. Kann ich hier durchs Fenster spazieren? Ich denke schon. Der muss sterben, Leute. Der muss eindeutig sterben. Die Frage ist, werden die das mitbekommen? Ich warte erstmal, bis der da abhaut. Lange. Oh, glaube hier noch ein bisschen Zeug. Guck ich mal kurz auf die Seite. Ob das jemand bemerkt? Ich weiß es nicht. Okay, ich will aber... Ich weiß nicht, ich gebe mir immer selbst die Aufgabe, alles Mögliche zu töten. Keine Ahnung. Es ist irgendwie... Es ist Fluch und Segen. Es macht einfach Spaß. Ups, falsche Taste. Und deswegen erschieße ich den Typen jetzt. Sobald er stehen bleibt. Huch! Reflexe in meinem Visier. Ernsthaft? Wieso habe ich den nicht getroffen? So glänzt bei Visier so. Seit wann ist das? Okay, die quatschen noch miteinander. Die kann ich leider nicht ausschalten. Allerdings kann ich mich jetzt schon mal zurückbegeben. Und dann schnappe ich mir den Vollpfosten da drüben. Okay. Alles wird gut, Freunde. Ich weiß, was ich tue. Manchmal. Oh, da liegt noch Loot. Das nehme ich noch mit. Bleibt er da jetzt ernsthaft chill? Oh, oh. Ist da jemand mit einer Lampe? Nee, alles gut, alles gut. Huiuiuiui. Okay, nochmal runter. Ich glaube, ich habe als Kind zu viel Kommandos gespielt. Ich glaube, das ist das große Problem. Es ist so Licht. Wird schon immer noch miteinander, ne? Wenn ich es schaffe, einen nach dem anderen auszuschalten. Ah, scheiße. Einer hat über... Oh, nicht nur einer hat überlebt. Okay, das ist die falsche Waffe dafür. Die wissen nicht, wo ich bin. Alles gut. Ja, so viel zu dem Thema. Egal. Man kann es ja versuchen, ne, Kollege? Hey. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich bin mir nicht so sicher. Das war laut. Ach, Kacke. Ihr wollt es noch lauter haben? Ist gar kein Problem. Ich mache einfach rein. Ich habe ihn in den Kopf geschossen. Ich habe dir in den verdammten Kopf geschossen, Junge. Und das finde ich jetzt schon ein bisschen unfair. Egal, die wollten es laut. Jetzt kriegen sie es laut. Schade, eines Tages schaffe ich es. Ich könnte halt komplett durchschleichen, ja. Aber ich will es einfach nicht. Ich will es halt wirklich so schaffen, dass ich alle umbringe und es niemand bemerkt. Ich glaube, das ist immer mein größter Fehler.
Das ist einfach, zum Beispiel die Zugszene. Da waren 50.000 Leute in einem Raum. Und ich, Idiot, denke mir einfach, ja, ich schleiche da hin und töte jetzt einen nach dem anderen von hinten. Hat natürlich nicht funktioniert. Wieso wohl? Weil leider die NPCs in Spielen immer schlauer werden. Das ist ja etwas, worüber sich immer viele beklagen, dass die NPCs zu dumm sind. Und dann kommt solche Aktionen bei raus. Sag mal, kannst du bitte hier bleiben? Wie soll ich dich denn töten, wenn du weggehst? Oh, der chillt einfach nur. Naja, aber ist auch geil. Dafür, dass ich halt viel hier rumlaufe und alles mögliche loote, haben wir immer genug Ressourcen eigentlich. Ja. Da lebt ja noch einer. Und du auch? Du weißt es nur doch nicht. Vor allem, wenn ihr so getan hättet, als wäre ich nicht da gewesen, ne? Ihr hättet alle überlebt. Ich hätte euch K.O. geschlagen, aber ihr hättet überlebt. Ich will ja nicht sagen, dass es eure Schuld ist, aber hey. Ist eure Schuld. Habt ihr Pech gehabt. Ihr hättet mich verlassen sollen. Einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Ja, das ist leise. Oh, eines Tages laufe ich hier durch die Gegend und keiner wird mich sehen, weil ich ein verdammter Assassine geworden bin. Ist alles eine Sache der Übung. Hm? Habe ich dich schon gelootet? Wie habe ich das denn geschafft? Dich habe ich noch nicht gelootet. So, machen wir hier auf jeden Fall auch noch das Licht aus. Warum das auch nicht betroffen ist vom Stromausfall, man weiß es nicht. Ist ein Mysterium. Genauso wie du umgekommen bist. Ich glaube, der hat einen Headshot kassiert. Man weiß es nicht. Der Assassine hat nämlich zugeschlagen. So, ich glaube, jetzt haben wir alle. Da oben sind noch welche. Da müssen wir noch hingehen. Okay, es funktioniert nicht. War ein Versuch wert. So, was haben wir hier noch? Ja, ich nehme hier alles mit. Licht machen wir natürlich aus. Nein. Ich dachte, ich kann das aufmachen. Ich würde gerne hier hoch. Wie kommen wir da hoch? Vermutlich erstmal durch diese Tür. Rein theoretisch müssten da alle tot sein, ne? Ich weiß, dass du hier bist, Kumpel. Und das ist wirklich Pech für dich. Bullshit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, den müssen wir umgehen. Auf den habe ich keinen Bock. Vor allem gibt er mir auch nichts. Seine Waffe habe ich schon. Wenn der jetzt hier durchkommt, ist natürlich Kacke. Jetzt steht er da. Okay, wir müssen einen Alternativweg finden. Vielleicht können wir ihn ja auch von hinten ausschalten, ich weiß es nicht. Ein Haken. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ja, guck mal, das sind Gefangene. Die kann ich aber nicht rausholen, dass die ihn fertig machen, oder? Könnte sie rein theoretisch abknallen. Aber wahrscheinlich nicht so nett. Ich kann an dem Typen nicht vorbei. Das würde mich einfach zu viel Leben kosten. Ah! Ja! Easy, kein Problem. Der wird nämlich denken, ich komme durch die Tür. Dann komme ich von hinten. Ich vermute mal, dass ich ihn nicht von hinten erstechen kann. Ist aber nur eine Vermutung. Was bringt das? Ihr seid frei! Jerek ist bestimmt der, der am Boden liegt. Ey, Jerek! Freiheit! Steh doch auf! Was ist denn los mit dir?
So, ich habe aber ein bisschen die Vermutung, dass die mir nicht helfen werden, die Typen fertig zu machen. Ja, erstmal chillig lesen. Einkaufsliste. Hab mit den Jungs aus dem Süden gesprochen. Folgendes wollen sie kaufen. Starke Sklaven, 5 Stück. Ein Sklave, der gut kämpfen kann für Kampfarena, vielleicht auch 2. Gute Haussklaven, 1. Achso, guter Haussklave. Ich wollte gerade sagen, das ist aber Mehrzahl. Ist es aber nicht. Einen großen, wütenden Hund als Wache. Ein Sklave, der lesen und schreiben kann für Buchführung. Machen wir jetzt ein bisschen Licht aus. Jo. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich den Stuhl wegnehmen? Das bringt mir was, einen Stuhl zu klauen. Okay, da steht er immer noch. Perfekt. Ist ja schon ein bisschen nervig mit dem Licht, ne? Wenn es die ganze Zeit tick, tick, tick macht. Das würde mich wahnsinnig machen. Also da würde ich hinter ihm herkommen. Und hier auch, okay. Ich will aber gar nicht gegen ihn kämpfen. Ich will einfach, dass er mich in Ruhe lässt. Und dann lasse ich ihn in Ruhe. Kann ich darunter, ohne zu sterben? Guck mal, da steht er. Ich glaube doch nicht, dass das Licht das Geräusch macht, sondern er. Und ich möchte einfach gleich mal gucken, ob ich ihn von hinten erschlagen kann. Wenn nicht, dann gehen wir einfach weg. Dann lassen wir ihn da stehen. Dann kann er da stehen, solange er will. Ein Ventilator, es gibt Schrauben. Okay, es geht nicht. Ja, ich wünsche dir viel Spaß da, ne? Dadurch, dass wir ihn... Wieso hat er die umgebracht? Mir egal. Mein Loot. Dadurch, dass wir... Oh, hast du Loot für mich? Ja. Hast du. Dankeschön. Ob die schon vorher tot war oder ob ich sie jetzt umgebracht? Oh Scheiße, ich glaube, er kommt. Hier ist nur eine Toilette, ne? Was ist jetzt genau mein Ziel? Ich habe die Karten, naja, den Krieg noch einige Jahre lang betrieben, daher eine Karten, alle Informationen, die wir brauchen. Wir müssen zur Basis zurückkehren, die gründlich auswerten. Das ist unsere große Chance, nicht verseuchte Gebiete zu finden. Wir sind in einer Nebenmission, ne? Ja, stimmt. Also faktisch müssten wir ihn umbringen, um das hier zu klären. Ich könnte ihm doch einfach auf seinen nackten Arm schießen. Das tut doch bestimmt weh. Mit der Sniper. Lange wirst du dich nicht vor mir verstecken können. Ich muss ihn töten, um die Scheiße hier abzuschließen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich seinen Arm treffe... Oh. Der müsste da verwundbar sein. Oh, ich kann nicht spielen, schade. Sonst hätte ich ihn abgelenkt. Mit Musik! Mit Musik kann man nämlich jeden Feind töten. Was habe ich denn für Granaten? Schöne Schrapnell. In your face, Junge, in your face. Und um jemanden.
Ins Ärmchen. Hier, yeah, findet ihr nicht so scheiße, nicht so nice, wa? Nicht so scheiße. Ja, du machst das schon, ne? So kann ich hier endlich nicht durch. Dann müsst ihr jetzt gleich da runterkommen. Oh, der steht da noch. Bist du echt tot? Easy. Easy Mode. Gib mir dein Zeug. Hä? Ihr habt die doch jetzt nicht umsonst umgebracht. Junge. Was ist ein Scheiß. Ich bin so ein bisschen verarscht. Alles klar. Aber die Munition kriege ich nicht. Das ist ja nett. Ist ja nicht so, als hätte er da 1 Milliarde Munition drin gehabt. Nee, nee. So. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Hier wird es wahrscheinlich nicht mehr viel geben. Ich denke, unsere Mission war es, die Sklaven zu befreien. Ja? Und alle umzubringen. Ich vermute es einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich bin der nicht wissende Zero. Wieso hast du 2 Waffen gehabt? Alter, das muss der Boss gewesen sein. Dann gehen wir raus. Was sagt die Karte? Ist abgeschlossen? Keine Ahnung, was die Karte sagt. Oh. Wir sind wieder draußen. Die Jungs sind soweit erledigt. Sei denn... Hier ist noch jemand. Ich hasse es, wenn dieses Geräusch vom getroffen sein kommt. So nervig. Dafür brauche ich lieber eine Heilung. Na gut. Abgeschlossen, würde ich glatt behaupten. Gehen wir mal da hinten hin, auch wenn dieses komische Zeichen da noch ist. Wir gehen mal darüber. Gucken, was uns da erwartet. Wieso? Da hängt irgendwie ein riesiger Faden vom Himmel runter. Also ist kein Faden, sondern einfach nur ein Grafikbug. Aber es sieht aus, als wäre da, keine Ahnung, ein Seil von der Orbitalstation runtergekommen oder so. Wer weiß. Vielleicht ist das ja die Tatsache. Ich frage mich halt, warum ich zu Fuß laufe, wenn ich ein Auto habe. Wobei ich nicht weiß, wo mein Auto ist. Irgendwo am Arsch der Welt. Okay, die Jungs lasse ich schon mal in Ruhe. Falsch, der ist der. Ey, scheiße. Kann den nicht in Ruhe lassen, ich muss daran vorbei. Wir gehen mal die Rohre hier entlang. Das wirkt halt ein bisschen sicherer, als wenn wir jetzt die Straße zu den komischen Kanickelfressern da kommen. Was sagt eigentlich meine Munition? Ja, spärlich. Ist okay. Das können wir jederzeit nachbauen. Also von daher sieht alles noch gut aus. Ist das unser Ziel? Das ist unser Ziel. Haut mal ab, Jungs. Das sieht mir aber eher nach Ghule aus, ne? Mit euch. Ja! Warum? Lass mich in Ruhe! Oh Gott, das sind zu viele! Oh Gott, das sind... Oh, holy shit! Ich bin weg. In dieses Gebiet traut ihr euch sicher nicht rein, ne? Oh Gott, der geht auf mich, oder?
Alles ist in Ordnung. Ich lebe noch. Das sieht mir verdammt nach Ghoulen aus. Die kommen hier gleich aus allen Ecken rausgekrochen und dann sieht das genauso aus wie mit den Kanickelfressern gerade. Ach, immer einer Kock. Wer steht denn da? Bereit für einen Headshot. Sag ich doch, Ghoule. Okay. Wir gehen am besten hier hoch. Geduckt, gucken nach dem Dämonen. Dem geht's ganz gut da hinten. Und jetzt Augen auf beim Ghoule-Kauf. Ich glaube, ich sehe keinen. Guck mal. Mein Ziel wird dann wahrscheinlich da oben sein, ne? Wir werden erstmal da reingehen, wo der Totenkopf ist. Das ist erstmal die beste Idee, die man haben kann. Ah nein, da wohnt der Dämon. Okay. Hä? Ich hab nichts bekommen. The fuck. Da waren neue Dinge dran. Das heißt, Endstation Dämon. Okay. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir hier kriegen können. Ich wundere, dass ich angreife, wenn ich zu seinem Nest laufe. Ich frage mich, ob der nachts schläft. Aber für mich sieht er halt eher aus wie, ja, ein Lebewesen, das von der Nacht lebt. Das habe ich gehört. Kommt das von draußen oder ist das von hier drin? Jetzt habe ich was Neues bekommen. Ich glaube, das kommt von draußen. Eventuell wäre das jetzt sogar ein bisschen sinnvoller, oder? Nee. Ist es nicht, weil es ja die Munition verbraucht. Naja. Also von dem hier. So klar. Ich hab dich doch schon gesehen. Der lebt ja noch. Ich hab nicht mal Lärm gemacht. Ich war total lieb. Solchen Lärm. Bist du das, Saul? Der Scheißer will es nicht anders. Und das, obwohl wir es ihm gesagt haben. Hey, Saul, komm raus, verdammt nochmal. Bist du gekommen, um unsere Sachen zu klauen? Für wen zum Teufel hältst du uns? Haben wir dir, Wichser, nicht gesagt, dass das hier alles uns gehört und du tot bist, wenn wir dich nochmal erwischen? Tja, du willst es wohl so. Komm raus, du Scheißer! Wir machen dich kalt! Ja? Bitteschön. Ich kann kein Feind sehen! Okay, da sind ein paar mehr. Ich habe keine Munition mehr, ne? Habe ich die Zeit oder kommen die rein? Jetzt nicht umbauen, Zero. Ich weiß, die Idee ist verlockend, aber nein. Ich glaube, die haben mich gesehen. Ich verpasse Headshots, da bringt kein Sanitäter der Welt irgendwas. Es nervt mich mit diesem Rand, es tut mir leid. Es ist Ressourcenverschwendung, ich weiß. Aber egal. So. Wo ist der Rest? Das ist nicht vorlaut. Ich wollte gerade den Batz-Modus anschalten. Noch jemand hier? Oh, ich habe keine Munition mehr, oder? Muss echt aufpassen.
Der Dämon ist auf jeden Fall weg. Ne, ich habe noch Munition. Hä? Wieso konnte ich da nicht nachladen nach meinem Schuss? Ist ja seltsam. Also, wir füttern hier mit den Dämonen, ne? Wir opfern ihm etwas. Und hoffen, dass er uns deswegen in Ruhe lässt. Das wäre so das Optimus Prime. Irgendwas dreht da hinten richtig durch. Die schreien da wie verrückt. Ist hier noch irgendwo eine Leiche, die ich kriegen kann? Gratis. Zum Mitnehmen, to go. Ich glaube du, ne? Na gut, zurück ins Verderben. Jetzt waren wir schon so laut, können wir hier auch einmal kurz durchsprinten. Ich glaube, hier ist verdammt viel Strahlung, oder? Oder war es zumindest hier? Nö, grüner Bereich, alles gut. Immer noch grüner Bereich. Müssen uns keine Sorgen machen. Ah, das war's schon. Na gut. Wir haben ja noch andere Orte hier, ne? Die wir uns zu eigen machen können. Puh, aber ich würde sagen, das nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Haut rein, euer Zero. Tschüss.